Herzlich willkommen, lieber Armin. Schön, dass du heute da bist und für ein Interview bereitstehst. Wie geht's dir? Danke für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir ein bisschen zu plaudern. Mir geht's gut. Danke. Dir hoffentlich auch. Du bist Theaterpädagoge und Liedermacher und Politologe. Welche Leidenschaft war bei dir als erstes da, wenn man das überhaupt so sagen kann? Puh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also vom Theaterspielen her war sie, dass sie in der fünften Klasse Gymnasium, das heißt so mit 15, der Schultheatergruppe beigetreten bin und ein gewisses politisches Interesse für Weltgeschehen und geopolitische Zusammenhänge hat es da wohl auch schon gegeben. Das heißt, das ist wahrscheinlich sogar sehr lange parallel gelaufen, bis das dann zueinander gefunden hat, in Form von politischen und sozialen Theaterformen. Also die Kombination hat es wesentlich später gegeben dann. Da war ich schon Mitte 20. Hast du früher auch selber Theater gespielt? Also du warst in der Theater AG, oder? Und hast du dich da für die Schauspielerei interessiert auch? Oder wie ist das bei dir gekommen? Also die Schultheatergruppe hat die Optimisten geheißen. Es war eine unverbindliche Übung, darstellendes Spiel, und angefangen hat es aus einem Jux, mit meinem besten Freund, dass wir gesagt haben, wir zwei machen jetzt die Theatergruppe der Schule. Wir waren nämlich die Einzigen, die sich gemeldet haben, und haben dann mit Sketchen und einfachen Dialogen angefangen. Der Travnicek war da dabei und habe da jahrelang dann gespielt. So klassisches Schultheater, im Prinzip Text auswendig lernen und das sagen, was das sagen, was der Text vorgibt, und das tun, was die Lehrerin vorgibt. Aber hat trotzdem einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war so, das Auftreten. Der Spaß und der Freude, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, auch zum Beispiel zu einem Jugendtheaterfestival nach Grenoble, nach Frankreich zu fahren. Ja, das war ausschlaggebend.